Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Wir haben natürlich wieder direkt nach meinem Mittwoch-Livestream und gerade auch nochmal den Disclaimer bestätigt hier. Denk dran, dass Epic Games alle Winterhelden noch verändern wird. Jeder Winterheld wird noch anders werden, einzigartig. Das heißt, die Vorstellung jetzt von der Klasse Hotfixer ist wirklich nur für die Klasse Hotfixer der Konstrukteure gedacht. Es ist keine komplette Vorstellung von diesem Skin, sage ich mal, vom Eiskönig, denn der Eiskönig wird noch verändert. Das heißt, wenn das neue Heldensystem kommt, wann auch immer das kommt, das weiß nur Epic Games, wird dieser Held nicht mehr genauso sein wie in diesem Video. Aber ich möchte euch gerne die Klasse Hotfixer vorstellen, weil sie natürlich jetzt wieder verfügbar ist. Im Eventshop für 2800 Gold. Kauf mir den jetzt erstmal und dann gehen wir direkt mal über die Fähigkeiten drüber. Und ich muss jetzt schon sagen, ich hoffe wirklich, dass der hier geniale Fähigkeiten bekommt, wenn Epic Games das Heldensystem rausbringt, weil der gefällt mir richtig gut, vor allem mit seinem, seht ihr das hier mit dem Eisschleier? Das ist echt, also das ist schon echt richtig badass, muss ich sagen, gefällt mir und der steht auch ganz schön stramm da. Okay, wir müssen leider hier über seine Fähigkeiten quatschen, ohne ihn zu betrachten, weil wieder dieser komische Bug hier existiert, dass ich die Beschreibungen hier lesen kann. Gehen wir halt wirklich mal hier über seine Fähigkeiten. Was direkt als erstes zum Anmerken ist, das ist ein Konstrukteur, der keinen Köder besitzt. Dafür hat er auch andere Künste. Sein Bonus ist erstmal verringert die Gebäudekosten um 10%. Lohnt sich grundsätzlich, wenn man viel vorhat zu bauen in seiner Sturmschildverteidigung und den hier mal als Unterstützer reinpackt. Ist ganz nice, wenn man dann anstatt 30.000 Metall nur noch 27.000 Metall ausgibt. Nur mal so als Beispiel, macht schon einiges aus, diese kleinen 10%. Dann hat er natürlich seine Standard-Boni, die jeder Konstrukteur hat. Weniger Baukosten und Baugeschwindigkeit erhöht. Plasma-Impuls hat er. Die Basis natürlich. Und automatische Verteidigungsanlagen, also Basis 1 erhöht, beziehungsweise um 1 die Reichweite erhöht. Schnellere Reparaturgeschwindigkeit von Gebäuden, was den Namen Hotfixer erklärt, ist nämlich auch der Bonus Hotfix. Kinetische Überladung, das heißt, er profitiert davon, wenn die Nahkampfwaffen spielt, die auf Crit gebaut sind, aber grundsätzlich auf kritische Trefferchance, damit die kinetische Überladung auch getriggert wird. Der hat Energiemodulation, die sonst Energiebasis-Nox hat. Das heißt, die Basis wird auf jeden Fall jedes Gebäudeteil, was verbunden ist, alle 10 Sekunden um 5% heilen. Dann ist die Basis nochmal um 1 erhöht und die Reparaturkosten sind nochmal günstiger. Das heißt, wir haben jetzt hier schon 20-30% günstigere Reparaturkosten. Er hat den Bullensturm, zum Glück. Damit können wir uns die Minibosse zum Beispiel von den Wänden fernhalten, damit die auch in Ruhe hochheilen können, wenn die Basis platziert ist. Dann ein sehr interessantes Perk, Wiederverwertung. Gerade wenn man lange Verteidigungsmissionen macht, sowas wie eine Datenbeschaffung oder auch ein Atlas, lohnt sich das umso mehr, wenn eine größere Basis durch Wiederverwertung viele Kacheln abgreift. Das bedeutet, wir bekommen quasi recycle-mäßig Wiederverwertung jede Menge Material zurück über einen gewissen Zeitraum. Und über diesen Zeitraum lohnt es sich natürlich, dass man halt die Basis relativ früh platziert. Bedeutet, dass wir grundsätzlich in einer Datenbeschaffungsmission sehr schnell, das heißt sehr schnell, definitiv die Kosten wieder rauskriegen werden, die wir verbauen an der Base. Ist also ein Held, der quasi dafür sorgt, wenn ihr Sachen auf Stufe 3 Metall baut, dass ihr diese Sachen auch wieder zurückkriegt. Der steht da schon so richtig böse, so nach dem Motto, wann legen wir los? Und ich glaube, wir legen so ziemlich jetzt los. Wenn wir mal ganz kurz über die Heldenauswahl gegangen sind. Ich habe jetzt noch erhöht die kritische Trefferwertung von stumpfen Nahkampfwaffen um 18, also den Steel Wool Sit habe ich dabei. Einfach nur, damit die kinetische Überladung vom Hotfixer häufiger auslöst. Und dann habe ich Machtbasiskeil dabei, einfach nur, damit die Basisexplosion stattfindet. Perfekt. Eine laufende Datenbeschaffungsmission, die nur noch 12 Minuten andauert. Das heißt, hier werde ich nicht mein ganzes Material wieder rauskriegen. Aber ich zeige euch trotzdem sehr gerne, was ich meine, dass man relativ früh die Base platzieren sollte. Wenn ich das jetzt nämlich einfach mal hier baue und wirklich möglichst viele verbundene Stücke habe, dann lohnt es sich, wenn die Base relativ früh steht. Die Wiederverwertung wird alle paar Sekunden zur Basis gehen, das heißt, das Material könnt ihr euch an eurer eigenen Basis wieder abholen. Kleiner Warnhinweis, das ist allerdings für jeden Spieler. Und ich weiß, oben rechts ist rostendes Metall und ich baue aus Metall, möchte euch aber was zeigen. Aktuell existiert halt auch ein Bug. Ich gehe jetzt mal hier mit dem Motorhammer dran. Lass mal hier alles weghauen. Mein Motorhammer hat halt ein bisschen Crit-Wertung. So, den Gegner nehmen wir uns mal mit. Komm mal mit hier. Rostendes Metall ist momentan leider verbuggt. Was heißt leider verbuggt? Das ist natürlich zugunsten uns. Ja, wir Spieler. Wenn die Wand jetzt voll gebaut ist, dann zeige ich euch das mal eben. Normalerweise sorgt rostendes Metall ja dafür, dass die Wand über bestimmte Zeit mehr Schaden kriegt.
So, er hat jetzt einmal draufgeschlagen. Die Wand bleibt bei 1273 Leben. Das heißt, momentan, solange wie rostendes Metall noch verbuggt ist, lohnt es sich tatsächlich beim rostenden Metall trotzdem mit Metall zu bauen. Ich zeige euch gerne mal bei den Zielen. Standard-Nahkampfangriffe der Höhlen lassen Metallgebäude rosten, wodurch diese eine Zeit lang regelmäßig Schaden erleiden. Steht jetzt nicht, dass es eine gewisse Chance ist, das habe ich auch mal ausgiebig getestet in den letzten Tagen. Es ist momentan wirklich so, auch bei, ich sag mal, normalen Hüllen, nicht gerade eine Wasserhülle, so, dass die Nahkampfangriffe wirklich einfach kein rostendes Metall auslösen aktuell. Verstehe nicht wieso, aber es ist halt nice zu wissen. Jetzt steht hier ein Wolf auf meiner Basis, freut sich wahrscheinlich die ganze Zeit über das recycelte Material. Das werde ich schon mal direkt testen, indem ich die Base hier platziere. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen. Jetzt kommt er nämlich wieder an. Ne, es ist ein anderer, okay. Aber ich würde natürlich gerne mal zeigen, wie das ist mit dem Material, was man jetzt zurückbekommt. Steht nämlich jetzt sammeln, 2 Holz und 23 Metall. Also es kommt natürlich auf das Level drauf an und auf die Anzahl der Felder. Dadurch, dass die Basis etwas größer ist als normal, ich sag jetzt mal 1, 2, ich glaube, die ist 5 Felder groß. Lass mich nicht lügen. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Felder. Was? 6 Felder weit weg von der Basis? Okay, 6 Felder groß. Das heißt, man kann relativ große Bauten damit abdecken. Wäre natürlich auch ganz nett. Ja, Eis mal einsammeln. Ihr seht ganz links, ich krieg das alles wieder. Sowas ist auch ganz nett, wenn man in der Sturmschildverteidigung hilft und auf bereits gebaute Tunnel diese Basis platziert. Dann kann man nebenbei quasi AFK, Metallfarmen oder sonstiges, was auch immer dort gebaut ist. So ein bisschen was gebastelt habe ich und dadurch, dass die Basis, ja, ich sag mal so großzügig zu uns ist, macht es natürlich definitiv Sinn, generell macht es Sinn als Konstrukteur, wenn man seine Gebäude einfach miteinander verbindet, sei es jetzt einfach unnötig mit Holz oder wie hier jetzt, dass man die Fallentunnel zusammenklatscht. Ich würde sagen, wir können mal loslegen, weil relativ viel wird hier auch nicht mehr passieren. Und damit ihr auch wisst, was ich überhaupt hier für einen Motorhammer habe, ist immer noch genauso, wie ich ihn vorgestellt habe. Crit-Wertung, Angriffsgeschwindigkeit und das letzte Perk halt auch noch. Die Besonderheit am Motorhammer. Ich verbinde das Stück jetzt auch noch hier miteinander und ihr seht, 29 Metall, 21 Stein. Dadurch, dass ich hier Steine auch auf Level 2 abgegradet habe. Was halt wirklich schade ist, finde ich als Konstrukteur, wenn man keinen Köder hat. Weil gerade der Köder macht einen Konstrukteur ziemlich teamplayfähig. Wobei der hier jetzt auch noch andere Fähigkeiten hat. Das Ding ist nur, viele denken gar nicht immer daran, Sachen zu reparieren. Das hätte ich jetzt auch reparieren können, aber ich würde eigentlich gerne demonstrieren, wie schnell der reparieren kann. Ah, hier. Hier sieht man zum Beispiel ganz deutlich, wenn ich auf Reparieren drücke, das geht schon relativ fix hoch. Das ist halt ein Hotfixer. Und hier ist es auch relativ wenig los, was Gegner angeht. Ja, oder so. Geschildete Gegner wegschleudern. Dafür ist es halt auch super nice. Und die kinetische Überladung sorgt auch dafür, dass die Gegner häufig viel Einschlag kriegen. Bedeutet, dass viele Gegner durch die kinetische Überladung aufhören anzugreifen, weil sie halt unterbrochen werden. Und die zwei nehmen wir jetzt auch noch mit hier auf dem Taxi. Schon lange kein Konstrukteur mehr gespielt. Ist schon ein sehr gewöhnungsbedürftiger Konstrukteur. Ich finde auch grundsätzlich, dass der Konstrukteur als alleiniger Held nicht wirklich gut ist. Also, das ist quasi des Konstrukteurs bester Freund. Wenn man zum Beispiel mit einem Machtbasis-Keil zusammenspielt oder mit einer Maschinistin zusammenspielt, die man sich mittlerweile übrigens aus dem Sammelalbum forschen kann, die Maschinistin, ne, die Maschinistin Harper. Sehr, sehr guter Fallenheld. Nur mal so nebenbei. Und das meine ich hier mit dem Unterbrechen. Kinetische Überladung triggert häufiger. Dadurch können die Gegner relativ selten angreifen. Jetzt, wenn wieder mehrere Gegner kommen. Plasma-Impuls, der leider auch nicht wirklich viel Schaden macht. Wie man sieht, reicht gerade mal, um kleine Gegner anzuhitten. Auf einen Schweber mit einer Nahkampfwaffe draufgehen ist natürlich auch nicht gerade das Intelligenteste. Autsch. Und gucken, ob die Basis wieder was abwirft. 75 Metall, boah, immerhin etwas. Also es sind halt nicht gerade die Gott-Perks, sage ich mal. Es gibt deutlich bessere Konstrukteure, um es mal ganz fair zu sagen. Aber wie gesagt, das ist eine Hotfixer-Vorstellung und nicht eine Eiskönig-Vorstellung. Ich habe nämlich keinen Hotfixer mehr gelevelt und ich dachte, das ist jetzt ein netter Anlass. Ich meine, wenn es schon mal so einen neuen, einzigartigen Helden gibt, der zum Glück noch nicht im Battle Royale drin ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er in Battle Royale als Skin kommen wird.
Aber ich finde wirklich, dass Epic Games sich Mühe gegeben hat mit dem Kollegen hier. Ja, jetzt ist der Smasher hier einmal durchgerannt. Wenn der Smasher durchrennt, kannst du auch kaum hinterher reparieren. Kümmern wir uns mal hier. Na, um den Miniboss und den Smasher gleichzeitig. Das Schöne an dem, am Motorhammer ist einfach, dass er schneller wird beim Angreifen. Aber wirklich viel Schaden mache ich jetzt auch nicht alleine an dem Miniboss. Minibosse könnt ihr übrigens auch mit dem Bullensturm durch die Gegend schleudern. Oder halt wegtragen. Das ist extrem nützlich, wenn ihr einen fallenverwundbaren Miniboss habt, dass ihr den zurück in die Fallen rein transportieren könnt, falls er sich mal durch eine Wand baut. Oder haut, eher gesagt. Würde ich jetzt gerne eigentlich nochmal zeigen. Miniboss-Transport. So, einmal Miniboss bitte wegtransportieren. Könnt ihr halt... Ey, hat er sich zurück teleportiert? Jo. Der ist eigentlich noch umgefallen. Also, die Klasse Hotfixer. Wirklich ehrliches Feedback. Nicht gerade empfehlenswert für Gameplay. Nur empfehlenswert, wenn man in der Sturmschildverteidigung was baut. Als Bonus-Slot oder halt sogar als eigener Slot. Ansonsten sonst gerne als Sturmschildverteidigungshelfer. Aber als richtige Klasse in einem Gameplay gibt es deutlich bessere Wahlen. Auch wenn es ganz nice ist, dass man durch das Recyceln und durch das verbesserte Recyceln seine Ressourcen grundsätzlich wieder rausbekommt, lohnt es sich nicht, nur für die Ressourcen diesen Helden zu spielen. Nutzt ihn gerne als dritter oder als vierten Charakter in einer Sturmschildverteidigung, nur zur Hilfe. Für Frost Knight wirklich, ich sag mal ganz frech, bitte nicht verwenden, damit stört ihr sogar eher das Team, weil, gut, das Recyceln ist zwar ganz nice, allerdings wenn ihr nichts könnt, außer Material wieder ranschaffen, lohnt es sich nicht, sowas zu spielen. Da gibt's auch bessere Helden, die man sich aussuchen kann. Ist also eher aufs Reparieren ausgelegt und aufs Material wiederbeschaffen, was ihn zu einer sehr, sehr, sehr speziellen Helferklasse macht. Wie gesagt, ich freue mich, wenn der Eiskönig vernünftig bearbeitet wird und hoffe, dass er dann richtig nützlich wird. Dann würde ich euch den gerne mit seiner einzigartigen Fähigkeit nochmal vorstellen. Die Klasse Hotfixer haben wir jetzt abgehakt. Und da dieser Held noch einzigartig verändert wird, spreche ich trotzdem eine Kaufempfehlung aus, denn er könnte noch sehr, sehr gut werden.